ein Stück klein. Ich glaube, man muss nicht lange um den heißen Brei reden, wie enttäuscht sind sie von dem Wahlergebnis. Ja, ich habe für mich kein Szenario ausgeschlossen, völlig klar, aber das ist natürlich nicht das Ergebnis, das mir gefällt. Aber es ist schon accomplished, Ihr Verleger hat sein Ziel erreicht. Ja, es ist nicht nur unser Verleger, aber wie interpretieren Sie die Wahl? Es ist ja irgendwie auch ein Leistungsausweis für einen Politiker, oder? Unabhängig von der Medienberichterstattung. Das ist definitiv so. Medienberichterstattung, eine objektive Medienberichterstattung ist wichtig. Da werden Sie mir sicher zustimmen. Die spielen nicht immer ganz gegen. Sie war recht einseitig in dem Abstimmungskampf und Ihr Verleger hat auch eine eigene Kandidatin portiert gehabt. In dem Sinne, ja, das ist so. Wahltag ist Zahltag und ich nehme das zur Kenntnis und werde jetzt schauen, muss mit meiner Partei schauen, was wir jetzt machen. Aber ja, es ist natürlich ein eindeutiges Misstrauensvotum und auch, ja, Sie sagen, Wahltag ist Zahltag. Wo denken Sie, wo hat es am meisten gehalten, jetzt, dass Sie nicht auf eine bessere Stimmenzahl gekommen sind? Das wüssten Sie ja wahrscheinlich besser, Sie wissen, wo bei Ihnen Klicks sind, aber abgesehen davon, sicher, wir haben Fehler gemacht, das ist völlig klar, ich habe auch nie einen Hehl draus gemacht, wir haben die anders bewertet als jetzt offenbar die Stimmbürgerinnen und die Stimmbürger, so, das muss ich zur Kenntnis nehmen. Jetzt gibt es einen zweiten Wahlgang. Wird der Martin Stöcklin nochmal antreten? Das werden wir dann sehen. Ich werde jetzt mit der Partei reden und dann werden wir es dann sehen. Danke. Bitte.